Da steht Moin Moin drauf und neue Energien. Und jetzt bin ich hier am Stand der Aktivregion Nordfriesland Nord. Jetzt müsste ich Sie ein Stückchen fragen. Wir reden über Aktivregion Nord und das Thema Bioenergie, Modellregion. Und sogar, es gab sogar eine Auszeichnung. Was steckt denn dahinter bei Ihnen? Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz einen Satz zu sich, damit die Kollegen im Fernsehen auch wissen, wer Sie sind. Okay, mein Name ist Carla Krese. Ich bin Regionalmanagerin in der Aktivregion Nordfriesland Nord. Und wir haben, ich weiß nicht, war das 2009, an einem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Ging es um Bioenergieregion. Ja, und den haben wir gewonnen und haben seitdem auch unseren Projektmanager Thorsten Schmidt-Baum dabei, der unsere Bioenergieregion sozusagen auf den Weg bringt. Mhm. Welche Energiepotenziale schlummern denn noch in Nordfriesland und kann man die noch weg? Ja, vor allen Dingen auch Energieeffizienzpotenziale. Also zum Beispiel, wir führen einige Studien durch zu Wärmenetzen. Mhm. Und natürlich auch Potenziale, jetzt besonders jetzt bezogen auch auf Bioenergieregionen, dass andere Substrate gesucht werden als jetzt konkret Mais, um die Biogasanlagen zu füttern. Mhm. Kommen auch Leute zu Ihnen und sagen, bei Ihnen kann man auch was lernen? Ich denke, wir arbeiten mit den aktiven Menschen vor Ort und da ist ganz, ganz viel Wissen und wir lernen zusammen. Also, und sind Sie auch gleichzeitig sozusagen im nächsten Jahr aktiv Region verantwortlich oder ein Kopf oder ähnliches? Gibt es so Ziele, wo Sie sagen, was möchten wir im Jahre 2012 erreichen? Ja, wir haben demnächst Windgas ist ein Projekt, was in Uhlebühl umgesetzt werden soll als Studie, das erstmal zu untersuchen. Ich selber bin schon Bezieherin privat von Windgas über Greenpeace, aber es ist natürlich wunderbar, wenn hier ein regionales Projekt Windgas umgesetzt wird. Haben Sie einen besonderen Wunsch ans nächste Jahr, wo Sie sagen, das und das würde ich mir wünschen, wenn das und das passiert? Ja, gerade so im Bereich Mobilität wäre das sehr, sehr schön, wenn wir da Projekte auf den Weg bringen könnten, auch mit erneuerbaren Energien. Wir haben am Anfang auch das Projekt erneuerbare Elektromobilität auf den Weg gebracht. Das wurde hier auf der Messe in Husum gestartet als Genossenschaft. Und wenn da ganz viel Wind von hinten kommen würde, also nicht nur durch sehr viel Aktivität, also die Genossenschaft ist schon sehr agil unterwegs und also gerade dieser Genossenschaft wünsche ich noch sehr viel Unterstützung hier aus der Region. Ich danke Ihnen dabei. Toi, toi für Sie und für alles, was kommt.